Und damit auch ein herzliches und wunderschönen guten Morgen an die YouTube-Leute. So, wir starten eine neue Siedlung, natürlich Wegbereiter, weil ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr mir gerne mal sagen, aber ich mag halt einfach solche Spiele auf normalen Schwierigkeitsgrad am meisten, weil sie dort am meisten gebalanced sind. Wenn es mir richtig langweilig wird, dann schalte ich gerne auch auf Bezwinger oder ne, auf einen richtig harten Schwierigkeitsgrad hoch, aber grundsätzlich solche Spiele mag ich einfach auf normalen am meisten, weil es halt so meistens gebalanced ist, ne? So, das heißt, wir spielen Wegbereiter. Was gibt's für Gelände? Idyllisches Tal, Tiefland. Tiefland sehen klingt auch gut, ne? Ah, Tiefland sehen klingt richtig toll. Steppe, habe ich irgendwie trockenes Hochland. Och ne. Leute, es ist hier im Stream gerade, ist eine Live-Aufnahme. Und das Ganze, es ist Montagmorgen, da will ich nicht hier trockenes Hochland. Nee. Ich würde sagen, wir bleiben bei idyllischen Tal. Pazifistenmodus ist, dass es keine Überfälle und Co. gibt. Schaut mal, wen ich hier habe. Und da muss ich halt einfach sagen. Ich weiß nicht, ob ich das will. So, und einen wunderschönen guten Morgen, Giuseppe. Grüß dich, Teahoi, hi. Schön, dass du da bist. Teil des Chats, gucken wir mal, in die Erweiterungen rein. Was könnten wir hier noch machen? Ach, Chats, guck mal. Teil des Dreams. Hier könnten wir noch umschalten. Ach, krass. Schau mal. Da kannst du sogar noch alles einzeln einstellen. Wildtiere. Sagen wir mal, Wildtiere höher einstellen. Hätte ich irgendwie Lust drauf. Komm, wir stellen mal Wildtiere höher ein. So, damit ist alles gemacht und damit gehen wir rein. Ha! Guck mal, wie du direkt begrüßt wirst, Chef. Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. Nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave, that we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. This wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. Hey Leute, schaut mal, wen ich hier habe. Ah, ein unfassbar geniales Intro, oder was meint ihr? Ich finde es echt gut. Und King, einen wunderschönen guten Morgen. Danke für dein Follow. Guten Morgen. Ja, ich habe die Einstellung mit den Tieren jetzt nicht übernommen. Ach, ist egal. Du, dann spielen wir komplett auf normal. Ist doch genauso gut, oder? Ja, da habe ich. Ja, ist es Montagmorgen, da verpennt man alles. Und King, vielen Dank auch. Danke für das schöne Lob. Wie es aussieht, bist du öfters schon da gewesen. Grüß dich, moin. Servus, servus. So, wie gesagt, also jetzt am Montag und am Mittwoch spielen wir jeweils Farthest Frontier und da freue ich mich echt drauf. Es ist halt eines der neueren Aufbauspiele, die halt echt richtig schön im Mittelalter angesiedelt sind. Ne? Da kommt ja jetzt im Dezember kommt noch ein mittelalterliches, eher so ein bisschen Fantasy-like Aufbauspiel, ne? Pioneers of Pagonia, aber das werde ich euch auf dem Main-Kanal noch ein bisschen mehr vorstellen, ne? So, und damit machen wir mal ein bisschen lauter, ganz schön leise hier. So, wir haben die Umgebung erkundet. Verschaff dir einen Überblick über das Land, das deine Dorfbewohner erkundet haben und wähle einen viel entsprechenden Standort für dein Dorfzentrum. Es ist wichtig, dass du einen Ort willst, der in der Nähe der Ressourcen liegt, die du für den Aufbau einer erfolgreichen Siedlung brauchst. Ressourcen wie Ton, Eisenerz und potenzielle Nahrungsquellen. Ja, dann lass mal schauen. Also entweder A, will ich in die Nähe von Tieren ganz gerne oder wenn wir irgendwie einen See in der Nähe haben. Bisschen ruckelig beim Rübern überscrollen, ne? Ah, bisschen ruckelig beim Scrollen, aber pff, Leute, gibt schon noch was. Was ist das denn? Ruine? Na, hör mal. Betty, guten Morgen, servus, alles fit? Hier hinten vielleicht, warte mal. Ja, hier wird es sogar Fisch geben, das sind so kleine Tümpel. Haben wir keinen Fluss diesmal? Doch, hier hinten, guck mal. Da ist ein Fluss, hier ist Ton. Hier sind, Wildschweine. Ich wollte schon sagen, Wölfe wäre jetzt nicht so geil für den Start.
Aber ich würde sagen, hier irgendwo, warte mal. Es gab doch... Ah, G, I und F. G ist Attraktivität, das interessiert uns jetzt noch nicht. Fruchtbarkeit interessiert uns, glaube ich, sehr. Die Ruinen kamen mit dem Update im August dazu. Ach krass, aber wir haben ja im August kurz gespielt, da haben wir keine gesehen, ne? Das heißt, naja gut, ist halt random generiert, ne? So, hier irgendwo die Sie... Wieso geht das hier nicht? Ach, weil überhaupt kein... Hä? Aber das interessiert doch Stadtzentrum nicht. Naja gut. Wo ist noch Wasser? Ja, Wasser ist eigentlich überall, ne? Gut, okay. Hier hinten ist dann unendlich viel Stein. Das ist natürlich geil. Guck mal, hier können wir eine Steinmine später bauen. Ja, nehmt euch dafür am Anfang echt Zeit, weil wenn ihr das ein bisschen kacke macht, kann es halt sein, dass ihr einfach die Ressourcen nicht habt. So ging es mir in dem Spielstand schon. Da hatte ich einfach gar keinen Ton. Nirgendwo. Es gab einfach keinen Ton. Deswegen nehmt euch lieber ein bisschen Zeit. Hier hinten sind Wölfe. Ach, wenn ich die Wölfe direkt wieder sehe, ne? Da denke ich direkt an die letzte bzw. vorletzte Siedlung. Ja, ich würde also wirklich sagen, wir bauen das hier irgendwo hin. Hier irgendwo. Dann müssen wir halt hier dann später... Unebene Fläche, meinst du? Ja, stimmt schon, das ist hier ebener. Du hast ja recht, ist ja ekelhaft, die hat schon wieder recht, die Frau. Die Frauen haben immer recht, ist doch irgendwie so, oder? Also so, manchmal. Wobei, wartet mal, lass mal gucken. Also das hier ist jetzt gerade so ein bisschen... Oh, wait, die ganze Zeit läuft das Spiel weiter. Geht das nicht irgendwie pausieren? Ne? Okay, egal. Hier hätten wir Rehe. Wo haben wir noch mehr Wild? Also Wild brauchst du halt am Anfang auch relativ viel, ne? Und hier unten haben wir Wildschweine, aber das sind alles nur einer. Und hier oben halt dann direkt die Wölfe, ne? Aber dafür haben wir mehr als genügend... Ne, guck mal, hier haben wir auch nochmal Reh. Ja gut, dann machen wir das wirklich so. So, plupp, jetzt ran da. Einen wunderschönen guten Morgen, Jenny, grüß dich, hi. Geht's dir gut? So, ja, ich will hier das Stadtzentrum bauen. Hui! Oh, die Musik ist einfach wunderbar. Aktuell ist es egal. Das fängt erst richtig an, sobald es platziert ist. Ach so, ist das so? Das ist auch gut so. Ich will gerade an diesem Moment halt dann wirklich auch ein bisschen Ruhe und Zeit haben und nicht gestresst sein, weißt du? Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber das, so geht es mir halt. So, warte mal. Wir machen direkt erstmal eine Straße. Die baue ich immer als erstes, ne? Dass du immer schön ums Dorfzentrum ringsrum direkt eine Straße hast. Dass du dir da nichts verbaust. Oh, und ich liebe ja dieses Straßensystem in dem Spiel, ne? Dass die so richtig schön, dass du die halt auch rund bauen kannst und nicht nur so quadratisch praktisch gut, ne? Das ist halt schon schön, ne? So, lass mal schauen. Abbauen. Ja, erkennt man manchmal ein bisschen... Hier erkennt man gerade, finde ich, die Bäume auf dem Untergrund ein bisschen schlecht, oder? Ja, schon so ein bisschen. Egal, Leute, das passt schon. So, brauchen wir direkt Steine? Ich glaube nicht. Wir warten jetzt erstmal, bis das fertig ist, ne? Und dann bauen wir erstmal direkt ein paar Häuser. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung wir uns ausdehnen. Ach, guck mal, krass, wir sehen hier drüben noch gar nicht das Wasser. Gute Besserung, Jenny, ja. Gute Besserung, meine Liebe. Ja, dann würde ich sagen... dann gehen wir doch als erstes an die Rehe. Ja, dann gehen wir doch als erstes an die Rehe. Machen wir so. Ba, 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 da, 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 da. Oh, ein bisschen durchziehen. Ich würde sagen, bauen wir hier hin, ne? Und dann können wir ja den Arbeitsradius, glaube ich, versetzen. Ich glaube, das ging in dem Spiel. Ne? Dann versetzen wir hier hinten ein bisschen den Arbeitsradius, das passt. Hier können wir später... Naja, wobei, das ist mir ein bisschen zu nah an der Stadt. Hier hinten war ja eine große grüne Fläche. Würde ich sagen, hier unten bauen wir später die Landwirtschaft hin. Hier wahrscheinlich eher die Industrie. Ja, und die Bäume schonen wir erstmal ein bisschen. Jetzt die Frage, wohin machen wir dann das Wohnviertel? Ich glaube, das Wohnviertel machen wir... hier. Und lassen es dann nach hier oben. Genau. Hier bauen wir das Wohnviertel hin und lassen das in die Richtung wachsen. Zerstören wir aber ein bisschen Nahrung. Ja, ich weiß, dass wir eine Wohnraumknappheit haben. Leute, wir haben doch noch nicht richtig angefangen, liebes Spiel, ne? Zum Glück musst du nicht quatschen, da geht das mit dem Hals. Ah ja, siehste.
Passt doch, meine Liebe, passt doch. Ja, das Halsschmerzen sind als Content Creator immer so eine Sache. Also tatsächlich, ich setze mich ja mit den meisten Sachen, dadurch, dass ich von zu Hause aus arbeite, auch vor einem PC, ich meine, nee, who cares. Aber sobald was mit der Stimme ist, da mache ich immer ganz, ganz zügig, dass ich sage, hey, das lasse ich heute ausfallen oder dann kommen halt ein, zwei Videos weniger. Weil lieber, weißt du, ein, zwei Videos oder Streams ausfallen lassen, als dann monatelang nicht mehr reden können. Das wäre nicht so gut. Sagen wir es mal vorsichtig, ne? So, baut mal gerade... Achso, sie priorisieren die Straßen deutlich höher als die... Als das? Ach nee, sie sind am Steinabbau. Schau mal. Ja gut, komm her, Armor. Wünscht sich der, die das, da bin ich. Ja, dann bist du das da. So, das heißt hier, Armor, sie sind im Spiel dabei. Ich muss immer gucken, ob ich dich richtig schreibe. Armor Fix. So. Eine 35-jährige Dame. Na guck mal, sind wir gar nicht so weit entfernt. Die 10 Jahre. Gut. Jetzt baut mal bitte das Dorfzentrum fertig. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da. So, priorisieren wir das mal, dass das jetzt fertig wird. Oh, guck mal. Sogar nur 4 Jahre. Na siehste. Wusste ich natürlich. Natürlich. Ich meine, ich wüsste zwar nicht woher, aber wusste ich. So. Entweder wir kümmern uns jetzt erstmal direkt um die ersten Häuser. Oder, warte mal, wie viele Einwohner haben wir denn? Wir haben 12. Wie viele passen in 1 rein? Steht nicht dabei. Ich denke mal 4 oder so, ne? Werden wir gleich sehen. Ich glaube, es waren 4. Zu steil, sagt er so rotzfrech, ne? Okay, wir werden von Anfang an ein bisschen planieren müssen. Yay! Warte mal, wie breit bist du? 3. Das heißt, wir müssen 4 nach unten gehen, weil ich lasse dazwischen gerne einen Platz. Einfach aus dem Grund, dass ich gerne noch Brunnen ranbaue, wisst ihr? Warte mal, das machen wir anders. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt müssen sie direkt zum Anfang schon planieren. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Wait, wir müssen sogar 5 machen wegen den Straßen. Wobei, die Straßen können ja abfällig sein. Das ist ja egal. Ja, die Straßen können abfällig sein. So, dann planiert hier mal bitte. Isaac möchte auch dabei sein. Ich wünscht sich der, die das, da bin ich. Gut, du bist 48, Isaac. So, Isaac Panda. Ach nee, Eispanda. Guck mal, wenn man es umgangssprachlich reinhaut. Isaac, so, rein mit dir. Gut, passt. Also, erstmal jetzt den Bereich freiräumen. Danke, Isaac. Und dann 1, 2, 3, 4 bis hier. Ach nee, guck mal. Wir sehen es ja hier schon. Ach, das ist direkt als Bauprojekt abgesteckt, ne? Wobei, wir warten mal mit der Straße, bis die das, ne, befreit haben hier alles. Die anderen können aber auch mal bitte was machen. Und zwar, wir konnten doch auch sehen, wie viel. Guck mal, wir können ja auch sehen. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Dankeschön. Tschüss. Wir können ja auch hier sehen, wie groß die Bäume schon sind. Weil da würde ich immer natürlich die großen nehmen, ne? Also ihr könnt es auch direkt markieren. Bevorstehende Hitzewelle. Geht ja gut los. Bevorstehende Hitzewelle, noch bevor das Spiel richtig gestartet ist. Läuft ja schon wieder, ne? So, du läufst mal ein Stück hier rüber. Das ist halt auch toll, ne? Dass du am Anfang so ein fahrendes Lager hast. Das finde ich halt richtig toll. Einfach mal ein fahrendes Lager. Bitte mehr Spiele, genau sowas. So, die Baustelle. Ist das jetzt schon eingeebnet? Raubtiere greifen an, was? Schon? Sag mal, ja gut, die kümmern sich drum. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Wer ist denn hier fast gestorben? Icy! Icy kommt ins Spiel rein und stirbt direkt fast. Und hier ist noch jemand fast gestorben? Sag mal, es geht aber direkt richtig los. Der Wellsay? Ich wollte Weasley sagen. Naja, fast. Leute, fast ist ja nicht ganz, ne? Fast ist nicht ganz, also alles gut. Nicht weinen. So. 4 sollten in 1 reinpassen. 1, 2, 3, 4. Wie kann ich in die Gebäude drehen? Mit Tab. So, dann bauen wir mal 3 Stück. Ich will jetzt gerade noch nicht mehr Leute haben, aber ne, dass unsere Leute alle ein Zuhause erstmal haben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Blub. Guten Morgen, Sumia. Grüß dich, alles fit bei dir? Geht's dir gut? Und Kaldorov, einen wunderschönen guten Morgen. Der Jon ist auch dabei. Jon, schön, dass du da bist. Mal wieder. Freu mich. Fahrende Lage sind super. Siehe Castor Transport.
Ja, man muss nicht immer alles in die Realität bringen, mein Lieber. Man kann auch einfach mal im Spiel bleiben, weißt du? Ist auch mal angenehm. So, ich glaube, die Brunnen waren eins breit, ne? Ja, die müssten eins breit gewesen sein. Guck mal, wie die Schwerverletzten trotzdem arbeiten. Der Icy, da kennt er gar nichts. Schwerverletzt der Mann und er arbeitet trotzdem durch. Der denkt sich so, ja und, dann bin ich halt verletzt, aber trotzdem gearbeitet. Und wenn mir ein Bein fehlt, wenn mir ein Arm fehlt, das ist ja alles egal. Ich gehe arbeiten, Jungs. Ich bin mal raus. So, ich möchte mal kurz hier hinten schon mal erkunden. Brunnen sind 2x2, bist du dir sicher? Echt? Ich dachte immer, ich habe die auf 1x1 gehauen. Bist du dir ganz sicher? Weil ich glaube, Brunnen kann ich jetzt noch nicht, oder? Warte mal. Wo waren denn die Brunnen drin? Ressourcen, oder? Oh, du hast recht. Oh, danke für den Hinweis. Oh, dann müssen wir hier einiges... Ah, Mist. Ja, dann müssen wir einiges ändern. Oh. Oh, 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 da habe ich aber richtig geschlafen. Na, hör mal. So, machen wir das wieder weg. Hier die Straße. Ja, tschüss. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr anpassen. Eieieiei. Ja, nochmal danke, 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 danke. So, plupp. Oh Gott, 450 Arbeitsschritte. Ja, RIP. Eieieiei. Ja, kein Feuer. Ihr habt noch gar nichts. Heult nicht rum. Also sowas am Anfang zu machen, ist natürlich unfassbar dumm. Ne, erstmal alles planieren. Das sind Arbeitsschritte, die müssen nicht sein, aber was soll's. Ich hatte gerade gefragt, musste aber dann zur Tür. Es kommt halt drauf an, wann du das letzte Mal gespielt hast wegen den Neuerungen. Psy. Es ist mit einem letzten großen Update, ich glaube im August war das oder September, ist zum Beispiel Religion reingekommen, also Glaube an sich und einige kleine neue Änderungen. Also es kommt drauf an, wann du das letzte Mal gespielt hast. So pro forma kann ich dir das nicht beantworten. Ist zum Alltag geworden. Du bist wie Kenny in South Park. Ich komme immer wieder. Genauso. Hey Leute, schaut mal, genauso. Wen ich hier habe. Und Nightclaw, einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. Servus. 89? Ah, da bist du gerade mal Jährchen jünger als ich. Moin. Schön, dass du da bist. Hi. So, beeilt euch mal jetzt. Geht mal ein bisschen arbeiten, Jungs und Mädels. Hi ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Aber irgendwie ist das, glaube ich, also das erinnert mich gerade so ein bisschen an Life is Yodel Your Own. Das habe ich damals privat gespielt, als es rauskam. Und da waren wir auch Ewigkeiten immer erst am Planieren, bevor wir die Gebäude bauen konnten. Dementsprechend passt schon irgendwie. Nicht dafür, Psy. Immer gerne. Immer gerne, mein Guter. So, ja, dann haut mal ein bisschen da die Sachen weg. Ja, euch fehlt Wasser, euch fehlt alles. Das ist auch in Ordnung. Aber Gott sei Dank, dank der lieben Amor, hat die mich noch früh genug darauf hingewiesen, dass der Brunnen breiter ist. Hätte man mich gefragt, wie groß ist das Ding, hätte ich gesagt, ganz sicher 1x1, ne? Hm, was habe ich denn hier schon wieder gemacht? Ach, ist auch egal. Dann verschieben wir hier die Straße nochmal. Also irgendwie so ganz wach bin ich heute noch nicht. Aber was soll's, Leute. Wird's umso lustiger. So. Macht mal die Straße bitte weg. Ich meine, die Straße hat uns quasi nichts gekostet. So. Und alle hopp, rüber mit dir. So. Und damit kommt noch der letzte Baum hier weg. Raubtiere greifen an. Stopp. Da müssen wir auf jeden Fall... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja, der ist tot. Was bist du? Ist schon wieder dieser Wolsey. Alarm. Ja, der ist tot. Sag ich euch, wie es ist. Der ist RIP. Wir versuchen ihn mal zu retten, aber das war schon der neben Icy das letzte Mal angegriffen wurde. Also habe ich da nicht so eine große Hoffnung, dass er... Wieso sind denn diesmal so viele Wölfe hier? Und das war's. Damit haben wir den ersten Toten, meine Damen und Herren. Den zweiten Toten. Ja, ich glaube, Icy ist auch schon down. Aber der kommt ja wieder. Nee, Joen. Warte mal, ist der schon tot? Ah, wenn er nicht zu einem Heilkunde... Ja, ich hab noch... Also, meine Damen, meine Herren, damit haben wir schon die ersten zwei Tote. Das ging dies... Aber was haben wir denn diesmal direkt für Raubtierattacken? Wir spielen doch auf normal. Habe ich mich doch ein bisschen blöd gesetzt? Ja, warte doch mal, Amor. Warte doch mal. Bevor wir jetzt an Friedhof denken, müssen die Leute erstmal ein bisschen Essen, Trinken, alles kriegen.
Oder warte mal, wie teuer ist ein Friedhof? 5. Ja, ein Friedhof, sonst meckern sie ganz schnell, ne? Da war ja was. Gut, das heißt, es noch bevor wir Nahrung anbauen, bauen wir erstmal einen Friedhof. Dann weiß man schon Bescheid, oder? So, für die Lieben auf YouTube, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.